Hallo. Ja. So, wir spielen jetzt ein neues Spiel, wie ihr seht. Onimusha Warlords, der erste Teil. Ja. Ja, und wir sind hier, wo sind wir überhaupt? Keine Ahnung, irgendwo unten. Ja. Und auf jeden Fall, wir haben auch ein Lösungsbuch und daraus werden wir vorlesen, weil das Spiel ist ohne Lösungsbuch schwer. Also die Rätsel, sagen wir mal so. Ja. Ich bin jetzt in so einem komischen Raum mit einer Kiste. Ja, der nächste Korridor hell. Neben weiteren Reynaldo, zwei Türen bereit. Hinter der ersten findest du die Karte sowie den Rosenkranz. Oh, da war ich noch nicht. Ich muss nochmal zurück. Ich habe jetzt gerade eine reinigende Glocke. Ja. Oh. Ups. Ah. Ach du Scheiße. Okay, ja, ich muss mich mal ein bisschen ablenken. Ich erzähle euch mal ein bisschen was. WFT. Ah. Shit. Also der Typ, den ich hier spiele, heißt Damanoski. Ich sehe gerade ab. So. Das spielt natürlich alles in einem. In Japan. Ja, was ist das für ein Jahrhundert? Gott. Keine Ahnung. Auf jeden Fall Mittelalter, sagen wir mal so. Ja, da geht es um den Dämonenfürsten Nobunaga. Ja. Das ist so ein Kriegsherr gewesen, der ist aber getötet worden in der Schlacht. Wurde jetzt wiederbelebt und jetzt schickt er seine komischen Dämonen auf uns. Genau. Ja, du hast gerade die hier steht die Erlöserglocke steht hier. Ja, da stand reinigen. So eine Karte habe ich jetzt. Ja, und dann musst du noch so einen Rosenkranz finden. Rosenkranz, oh, ich habe vergessen, Dings anzumachen. Dann haben wir noch 3 Minuten. Ja, Rosenkranz, guck mal. Auf dem Grundblick liegt etwas, aber du kommst jetzt nicht dahin. Oder da jetzt nicht hin. Rosenkranz. Ich merke doch gerade so ein Ring. Geh mal andere Seite rum. Nach vorne von. Und dann suchen, ja, da liegt so ein Ring drin. Ja, wahrscheinlich ist es dieser Rosenkranz. Einfach mal alles drücken hier. Muss ich mal weiter zu gehen, vielleicht geht das ja noch. Ja, siehst du? Das ist da so ein Schalter. Das Schalter ist gewichtig in einem Seil. Es ist am Boden mit einem Flaschenzug verankert. Unter dem Gewicht ist eine Waagschale. Tja, kannst du mal sehen. Ja, und jetzt kannst du den Ring. Und wie ihr seht, haben ja, wir, haben wir als Waffe einen Speer. Ja, den Windspeer. Ja. Wir haben davor auch schon 2 andere Waffen, ne, 3 sogar. Ein normales Samurai-Schwert, danach kriegt man die Donnerklinge. Ja, danach dann das Flammenschwert. Flammenschwert und man findet noch einen Bogen. Ja, den haben wir auch schon. Ja. Haben wir noch nicht eingesetzt, aber... Nein. So, jetzt habe ich den Rosenkranz. Ja. So, schnell schneide das Seil durch, um an sie zu kommen. Ja, laufen nur durch die zweite Tür, Erlöserglocke, ja. Ja, hab ich musst auch. Du dich an 3 Pfeilbeinen vorbeimünden. Hab ich auch. Was nutze die Breite des Raums aus und passiere die scharfen Klingen der Wand entlang. Nein! Und du hast nicht mehr viel Energie. Ja, sehe ich auch. Was, wo muss ich hin? Ja, warte. Scheiße, mach Pause. Ja, mach Pause. Das ist jetzt schlecht, lese einfach. Mit der Erlöserglocke öffnest du das Seelentor. Geh durch die. Ach, da muss ich wieder zurück, ne? Geh durch die zu öffnende Tür und nimm den ersten Raum. Dann muss ich wieder zurück. Mhm. Hier, das ist wieder so ein scheiß Buch. Baruchu, Wolfu und Apokalypse 1. Mhm. Nimm aus dem ersten Raum. Also nicht das Raum. Dreh dich auf die Mitte, dann rechts und dann links. Da ist eine Jungfrau. Und immer wenn die Gegner hier besiegt sind, verlassen die so Seele. Ja. Die muss man mit Kreis an. Der hat so einen komischen Handschuh an, der Typ. Und dann aber wenn Pech hast, das waren nämlich die, die sich auch schon mal teilen. Ja. Je nachdem. Oh, ist das ja. Ach, das war der doch. Der hatte da zum Brettland gehabt. Ja, die Teile hier heißen Rinaldo. Sich geteilt. Ja, ich weiß. Ja, kann auch bestimmt. Die Viecher, die heißen, glaube ich, Rinaldo oder sowas. Ja, die teilen sich immer, wenn man die nicht ordentlich draufnetzelt. Wir blockieren hier gerade die Tür, aber ich laufe jetzt einfach durch. Okay, jetzt können wir die sehen. Ja. So, seht ihr? So, kann er die aufsammeln. Kannst du auch gleich mal den Special Trick von dem. Von der Waffe zeigen? Von der Waffe jetzt zeigen. Ja, zum Beispiel jetzt. Ah! Gleich da vorne, wenn du weiter bist. Das sieht sehr lustig aus, ja, weil. Sieht man auch. Und da war es dann schon. Ja. Um ihn geschehen. Allerdings verbraucht das etwas von dieser Leiste, von dieser grünen, die ihr ja, da unten seht. Ja, zum Ding. Du solltest. Ja, doch nicht. Du musst jetzt mit dieser komischen Glocke musst du jetzt an diesem Seelentor benutzen. Ja, ich werde jetzt finden wieder. Du hast doch da. Das ist hier, ne? Ja. Ja. Wie die Geister verstehen, die Türen lassen nicht zu, dass sie geöffnet wurden. Offensichtlich schreien die Toten. Aber warum möchten sie diese gequälten Seelen so ein bisschen behindern? Darum.
habe ich mir jetzt hier diese reinigende Glocke. So. Und man sieht, es funktioniert anscheinend. Gut, warte, im ersten Raum? Ja, warte, aufzulesen, weil meine Zeit ist schon wieder um. Ach so, das schade. Und ja, jetzt gleich kommt Benjamin und der macht dann später weiter. Okay. Tschüss. Tschüss.